Hallo, in diesem Video würde ich euch gerne die HP1 Tour im Odenwald vorstellen. Wie ihr seht, ich habe meinen Stick vergessen. ich möchte euch die ein bisschen zeigen. Das ist eine Tour, die vom Geo-Nationalpark gepflegt und verwaltet wird. Ist komplett ausgeschildert, also das heißt, man darf da auch fahren, es gibt da keine Probleme oder keinen Ärger. Und man wird hier direkt schon mit einer Aussicht begrüßt. Man sieht hier hinten die Stadt Ludwigshafen und die Pfälzer Berge. Ja, bleibt dran, habt viel Spaß, auf geht's! Ich bin jetzt hier an der Heppenheim 1 Route, leider hier ein bisschen an der Bundesstraße. Hier ist das offizielle Schild bzw. der offizielle Start. Man sieht hier den Verlauf der Tour und das ganze Ding ist halt wirklich so eine Einstiegstour beziehungsweise eine kleine Feierabendtour mit 23,2 Kilometer. Man muss dann hier den Wegweiser folgen, hier diese grünen HP1 und ist alles wirklich sehr, sehr gut ausgeschildert. So, dann legen wir mal los. Das erste Stück bin ich schon ein bisschen gefahren. Das erste Stück ist tatsächlich ziemlich viel auf dem Kopfsteinpflaster und also nur eigentlich. Die Schwierigkeit ist eigentlich hier drin, dass wir so 15-17% Steigung zwischendrin haben. Hier ab und an Autos noch entgegenkommen. Also der Einstieg ist nicht gerade der schönste, aber es lohnt sich dann für den Rest. Genau, Schwierigkeit ist tatsächlich, dass hier Autos entgegenkommen. Aber sie machen netterweise Platz. Immerhin. Aber es gibt eine Belohnung. Wenn wir hier ganz oben sind, haben wir eine wunderschöne Aussicht aufs Ried, nach Ludwigshafen und auf Mannheim. Gut, ob das jetzt so schön ist, die Frage. Sehr industriegeprägt. Aber nichtsdestotrotz, man kann beim besten Wetter rüber bis in die Pfalz schauen. Pfälzer Berge. Puh. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Wind. Hier ist wieder HP1 zu sehen. Also die Beschilderung ist auch wirklich sehr gut. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich hatte bis jetzt noch keine Tour von dem Geo-Nationalpark, das schlecht ausgeschildert war. Auch wenn jetzt zum Beispiel hier Baufällarbeiten sind. Gut, wenn man direkt nach dem Sturm fährt, na klar, da gibt es dann Probleme, wenn da ein Baum umgefallen ist. Aber das Ganze wird relativ schnell beseitigt und in Ordnung gebracht. Und ja, so. So, nach etwa 2 Kilometer geht es dann endlich in den Wald. Erst ein bisschen Buckel runter. Wir sind jetzt etwa 120 Höhenmeter hoch von den 500, 600. Ah, ist das schön. Also theoretisch könnte man das auch mit einem Gravelbike fahren ohne Probleme. Nur es gibt so ein, zwei Passagen, gerade bei der Abfahrt, wo ich denke, oh, das ist mit dem Gravel dann doch ein bisschen schwierig. Aber das Gute an dieser Strecke ist, wenn man ein bisschen bewandert ist in Komoot und sich die GPS-Daten lädt vom Geo-Nationalpark, oder ihr könnt es auch gerne von meinem Profil nehmen, dann gibt es noch links und rechts Trails, beziehungsweise Trails, die man nicht fahren kann, kann man dann ausweichen auf Nicht-Trails. Also man kann hier sehr, sehr viel rumplanen, weil das Wegenetz ist doch recht groß hier im Wald. So, jetzt fahren wir hier entlang im Wald und das, was ihr jetzt seht, ja, so sieht es eigentlich die ganze Zeit aus, wenn man die Strecke hochfährt. Man fährt hier schön zwischen den Wäldern durch, auf einem schön geschotterten Weg. Wie gesagt, das Ganze ist ein Einstiegskurs. Wir haben auf der Strecke nur S0 Trails. Für alle, die es nicht wissen, es gibt verschiedene Kategorien. S0 bis S5 und umso höher die Zahl, umso schwieriger der Trail. Und ja, hier sind auch tatsächlich so Einsteiger S0 Trails, bisschen Wurzel, bisschen was an Hindernis, aber doch schön fahrbar. Und man kann das aber, da muss ich mal ein bisschen lachen oder schmunzeln, es gibt ja so eine Webseite, wo man sich das anschauen kann. Also in den Alpen ist ein S1 anders als hier bei uns. Also ja, also man braucht hier nicht zwingend einen Fulli, sagen wir mal so. Drücken wir es mal so aus. Ja, und wenn ihr dann auch diese Schilder hier seht, zum Beispiel hier MB1V,
Dann sind es hier so Überführungsschilder, in dem Fall auf die Mörlenbach-Einstrecke. Und ja, da werdet ihr quasi hingeführt. Es gibt auch welche ohne Bezeichnung, das heißt, da ist dann auf mehrere Strecken wird da rumgeleitet. Und dann sieht ihr hier wieder auch eine Schutzhütte. Gibt es auch einige, eine schöne Sitzgelegenheit, wo man sich hinsetzen kann. Wunderbar im Grün und total stille. Traumhaft. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja, für wen eignet sich die Strecke eigentlich? Gerade für, ja, wenn man nach dem Feierabend hat, rauszugehen, wie ich schon erwähnt habe, perfekt. Aber auch für mich ist es die perfekte Familienstrecke. Wenn man jetzt Kinder hat, ich sag mal so 10, 12 Jahre alt und ihre ersten längeren Gehversuche machen wollen, dann eignet sich das auch perfekt. Wobei der Einstieg schon ein bisschen hart ist. Aber ja, Ehrgeiz der Kinder ist als ungebrochen. Aber insgesamt von der Schwierigkeit her würde ich sagen, definitiv auch für Kinder geeignet. Für Fahranfänger, ja, auch mit dem E-Bike kein Problem. Wobei, ja, E-Mountainbikes haben eh kein Problem. Ist eigentlich die perfekte Mischung, um abzuschalten, wenn man jetzt wirklich den Kopf mal frei kriegen möchte. Ohne große Konzentration, also in dem Sinne, dass man jetzt hier jedes Mal was ausweichen muss. Natürlich für den harten Anspruch ist natürlich nichts. Der müsste es ja noch ein bisschen modifizieren. Ist aber auch möglich. Wie gesagt, gibt etliche Trails, wo man raus kann. Ich fahre jetzt halt, wie gesagt, die Standardstrecke. Aber das ist auch schon schön. Ja, manchmal gibt es hier frisch aufgeschütteten Kies. Also wie gesagt, es wird alles auch gepflegt. Führt aber dazu, dass es doch recht anstrengend ist, wenn man da durch muss. Ja, das fährt sich fest. Ja, überall auf der Tour sieht man auch diese Felsen hier. Also man sieht hier, die gehen hier direkt in den Wald rein. Wenn man so ein Stückchen weiter nördlich fährt, dann kommt man nach Bensheim. Und da, ja, doch ein bisschen weiter rein in den Odenwald. Da ist dann auch das Felsenmeer. Das ist ein schöner Ausflugsort für gerade mit Kindern. Und sehr zu empfehlen für eine Mittagstour. Wobei gerade bei der Corona-Pandemie ist es so einer der wenigen Ausflugsziele gewesen. Deswegen war das auch relativ voll. Also da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das unbedingt möchte. Aber ansonsten ist es ein super Ausflugsziel. Ich werde euch einfach mal unten einen Link reinmachen zum Felsenmeer. Auch wirklich sehr zu empfehlen. Also es lohnt sich, hier Urlaub zu machen. Ja, wer sagt, Klimawandel ist nicht. Also das hier, was ihr jetzt seht, diese Lichtung, ich weiß nicht, ob man so gut erkennen kann, das war mal komplett alles grün. Und ja, hier liegen die ganzen Bäume, die immer hier gestanden sind. Ist echt erschreckend, wenn man hier von Jahr zu Jahr durchfährt, wie weniger es wird. Sei es Trockenheit oder auch Befall. Also es ist wirklich erschreckend. Und bei aller Liebe, also wir müssen ein bisschen was für unsere Umwelt tun. Wenn ihr Kinder habt sowieso, weil die erben den ganzen Scheiß. Ich bin jetzt echt wirklich kein Umweltaktivist, aber wenn man das hier sieht, da blutet schon eins das Herz. Und man sollte vielleicht über manche Sachen mal nachdenken, was man so tut. Also es ist schon echt heftig, was hier alles liegt. Es war letztes Jahr alles noch gestanden. Wenn man hier reinguckt, komplett Kahlschlag. Mann, Mann, Mann. Ja, wenn man Glück hat, trifft man ja auch schon ein paar Milchkühe. Ah, wir sind halt auf dem Land. Schön. Dann sieht man einfach, ich fahre 10 Kilometer aus der Stadt raus und dann kommt richtig schöne Landidylle, inklusive Duft. Auch hier ist ein bisschen gepflastert. Hintergrund ist der, wir fahren jetzt quasi zum Sendemasten. Was sagt uns das? Ja. Wir sind quasi am höchsten Punkt in der Gegend. Wir haben jetzt so etwa, ja, so mal drauf, 9,62 Kilometer. Das heißt, ungefähr bei 10 Kilometer sind wir am höchsten Punkt. Und dann geht es fast nur noch runter. Ja, und beliebter Platz zum Spazierengehen. Oh. Dankeschön. Danke. Ja, klassisches Gassi-Gehviertel hier. So, jetzt haben wir den höchsten Punkt gleich erreicht. Hier oben ist die Sendemastenanlage. Wir sind jetzt bei 574 Höhenmeter.
Insgesamt der Anstieg waren jetzt 411 Höhenmeter. Und jetzt geht es hauptsächlich bergab. Mit ab und zu kleinen paar Steigungen hin. Und hier vorne kommt auch gleich schon nach dem Zündemasten die erste Krux. Weil da geht es nämlich gleich links rein in den ersten Trail. Und beim ersten Mal überfährt man das gerne mal. Und hier soll man auch noch ein bisschen vorsichtig fahren, da hier doch sehr viele Wanderer und Spaziergänger unterwegs sind und man hier nichts abgesichert hat. Also man fährt hier direkt in die Toskana runter. Wie man sieht, ja, hier vorne kommt zwar jetzt eine Absicherung, aber hier vorne. Aber vieles ist nicht abgesichert. Also gerade vorsichtig um die Kurve fahren. So, und dann kommen wir jetzt auch gleich zu der Stelle, die ich meinte. Genau, da ist zwar ein Schild, aber man sieht es gerne, wenn man hier vorbei paced und zack geht's hier rein. So, und das ist jetzt quasi ein S0 Trail. Ein paar Wurzeln, ein paar Steine. Mehr aber auch nicht. Aber ich denke, mit einem Trailrad, also ich habe hier eins, würde ich jetzt hier nicht durchfahren wollen. Ja, und der Regen hat auch sein Soll Tribut getan. Wow. Wow, da drop, drop. Das wird gleich noch lustig, weil da kommt richtig was Moriges. Ei, ei. Ich fahre das Ganze hier mit dem Hardtail-Rad. Aber das ist kein Problem. Also, wie gesagt, das ist ja echt. Jeder Mountainbiker lacht darüber. Aber mir macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Darauf kommt es an. So, da war es leider auch schon erstmal mit dem Trail. Jetzt müssen wir leider ein Stück Straße runterfahren. So, und dann geht es auch schon wieder auf den Trail. Wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Uiuiui. Also hier kommen zwei Dinge zusammen. Die erste Sache ist, es hat viel geregnet. Und die zweite Sache ist, dass hier massiv gerade geholzt wird. Ach du Scheiße. Ja. Dann heißt es mal, absteigen und drüber springen geht nicht. Jetzt kann natürlich jeder sagen, hier, du hättest auch durch das Ganze durchfahren können. Aber es sieht auf der Kamera, sieht man es wahrscheinlich nicht so richtig. Es war richtig tief. Und sagen wir mal so, ich habe da schon so meine Erfahrung gemacht. Aber echt heftig. Wirklich heftig. Zurück auf der Strecke. Also im Regelfall wird es meistens auch damit gerichtet, aber ich glaube, dieses Jahr sieht schwarz aus. Gut. So, und dann zurück auf den Trail und drauf. Aber auch hier ist auch gut ausgefahren hier. Oh Mann. Eieiei. Also hier kommen ja zwei Kombinationen zusammen. Das eine ist hier tatsächlich, wie ihr seht, die Abholzung. Und das andere ist, dass hier ziemlich mooriges Gebiet ist. Und das in der Kombination. Ja. Andererseits hat es auch was für sich. Es wäre ja fatal, wenn man sauber nach Hause kommt. Alter Schwede. Boah.
Okay. Einmal komplett drin. Oh Mann. Ja, die ganze Abfahrt, die ist etwa so dann. Trailmäßig kommt da jetzt nichts mehr. Also wie gesagt, ihr müsst da was dazu planen. Andererseits kann man schön rollen lassen. Und zum Abschluss nochmal schön die Weinberge. Oh, ein richtig schönes Gefälle hier. Alter Schwede. Ja, 15-20% runter. Ja, Heppenheim, einer der kleinsten Weinbaugebiete in Deutschland. Oder das kleinste sogar. Auch hier zu empfehlen, der Wein. Also ich mag ihn zumindest. Ja, einfach tolle Gegend. Ja, hier wird auch fleißig gearbeitet. Hier gibt es hauptsächlich Weißwein. Also wenn ihr mal Heppenheimer Wein seht, dann wisst ihr, wo er herkommt. Ja, ich werde jetzt hier gleich die HP1 verlassen und werde hier direkt nach Hause fahren. Noch einen kleinen Ausblick in die schöne Aussicht. Ich werde die ganze Strecke auf Komoot veröffentlichen, beziehungsweise werde euch den Link in der Videobeschreibung machen zu dem Geo-Nationalpark. Da könnt ihr euch den GPX-File runterladen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück als ich oben an der Strecke, dass bis dahin wieder alles gerichtet ist. Und ich kann die Strecke, wie gesagt, nur empfehlen für die kleine Runde. Und normalerweise auch mit Kindern. Heute wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Ah ja, gut. Wird auch wieder besser. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Ich werde noch mehr Strecken vorstellen. Und bis dahin, fahrt vorsichtig, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal.